Magersucht heißt, dass aufgrund einer Belastung, die es näher herauszufinden gilt, meist Jugendliche oder ältere Kinder ein sehr restriktives, also sehr eingeschränktes Essverhalten zeigen, manchmal auch vergesellschaftet mit viel Bewegung, viel Sport, vielleicht sogar Erbrechen oder der Einnahme von Abführmitteln, um ihr Gewicht zu reduzieren, was erst einmal die Folge hat, dass sie ein gewisses Gefühl von Kontrolle, Erfolg und Selbstentscheidung haben, positives Feedback oft auch vom Umfeld kommt und dass die Symptomatik beibehalten wird. Darüber gibt es dann aber verschiedene körperliche Veränderungen durch den Hungerkreislauf, der entsteht, sodass die Jugendlichen oder Kinder in die Symptomatik reinrutschen und bis hin zu auch depressiven und weiterführenden Symptomen schwere Einschränkungen zeigen können.